Licht ist essentiell. Ohne Licht gibt es keine Fotos und auch keine Videos. Licht machen und es gekonnt einsetzen ist eine Kunst für sich. Und diese Kunst ist niemandem in die Wiege gelegt. Der Weg zu gutem Licht ist meistens etwas holperig. So war das auch bei uns am Anfang. Und genau deshalb wollen wir euch heute zeigen, wie ihr es besser machen könnt und euch viele Kopfschmerzen am Anfang sparen könnt. Also, Film ab! Beim Thema Foto ist das Lichtsetzen zu Beginn noch relativ einfach. Denn ein günstiger manueller Blitz mit Funksender oder Softbox kostet wirklich nicht besonders viel, macht aber durch Off-Kamera-Flash eure Fotos deutlich besser und lässt vor allem viel Spielraum zum Experimentieren. So eine kleine Softbox kostet um die 60 Euro, ein manueller Blitz selbst so um die 40 Euro, der Funksender nochmal 20 Euro, sind alles überschaubare Summen. Aber gerade wenn man erst damit anfängt, sich für das Thema Video zu interessieren, fragen sich viele, wie mache ich denn möglichst günstig Dauerlicht für Videos? Was auch noch gut ist. Das war auch bei uns in den ersten Jahren immer ein großes Thema, wo wir echt viel rumprobiert haben und bei einigen Videos im Rückblick auch wirklich ziemlich auf die Nase gefallen sind. So grünstichige Tageslichtlampen und dann noch absolut falscher Weißabgleich, da läuft mir heute wirklich ein Schauer den Rücken runter, wenn ich mir unsere ersten Videos da so anschaue. Heute zeige ich euch ein richtig gutes und auch noch relativ günstiges LED-Dauerlicht, was bei uns auch heute, 3 Jahre nach der Anschaffung, immer noch zum Einsatz kommt. Das Godox SL60W. Ich habe 2 Stück davon hier und Micha hat auch noch eins. Und noch dazu zeige ich euch, wie ihr den größten Nachteil des Godox SL60W mit ein bisschen handwerklichem Geschick auch noch beseitigen könnt. Und dann ist das Ding quasi tadellos. Licht ist schon echt ein richtig schwieriges Thema, bei dem man mehr falsch machen kann, als man am Anfang denkt, gerade bei Dauerlicht und gerade bei Video. Als wir dann nicht mehr draußen das gute Wetter für die Beleuchtung nutzen konnten, haben wir indoor angefangen mit sogenannten Tageslichtlampen. Das sind Energiesparbirnen mit I27-Fassung, die in einer billigen Softbox Platz finden. Meist im Set mit ein paar viel zu billigen und wackeligen Lampenstativen, mega günstig zu haben. Mein Tipp, egal wie günstig, lasst es. Spart das Geld für was Ordentliches, denn das macht euch dann auch nicht so viele Kopfschmerzen und deutlich mehr Freude. Für Fotos in RAW mag sowas noch gehen. Da kann man über die Nachbearbeitung, über den Weißabgleich und die Tönung noch relativ viel von den Nachteilen dieser einfachen Lichter ausgleichen. Trotzdem, ein einfacher Off-Kamera-Blitz ist deutlich besser. Bei Videos zeigt sich aber schnell die unzureichende Farbgenauigkeit von solchen billigen Lichtern. Denn die erzeugen eigentlich immer einen massiven Grünstich, den ihr beim Zappen durch unsere alten Videos im Studio auch deutlich seht. Da wirken dann gerade dunkle Haare irgendwie eher grün als braun und in der Nachbearbeitung kann man nicht besonders viel machen, leider. Denn Fotos sind RAW oder können RAW sein und Video eben bei normalen Kameras nicht und da lässt sich dann im Nachhinein auch nicht mehr allzu viel korrigieren. Bis wir dann aber irgendwann zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir vielleicht eben mal etwas Geld in die Hand nehmen müssen, um ein ordentliches Licht zu haben, hat es eigentlich echt viel zu lange gedauert. Dazwischen kamen dann noch irgendwelche Spielereien mit LED-Birnen für die I27-Fassung, die auch nicht ansatzweise das bringen, was man sich davon erhofft. Also wirklich lieber gleich richtig machen. Das muss nicht mehr super teuer sein. Die Anschaffung, die wir dann getätigt haben, waren 2 von denen hier. Das sind Godox SL60W. Aber auch eins davon reicht für den Anfang vollkommen. Inklusive relativ günstiger 60 cm Softboxen mit Bowens-Anschluss und 2 etwas stabileren Lampenstativen. Damals für uns eine relativ große Ausgabe von so um ca. 350 Euro, die sich aber im Rückblick deutlich gelohnt hat. Denn alles ist nach wie vor in Einsatz und hat unsere Videos deutlich besser gemacht über die Zeit. Das Godox-Licht kostet so ca. 100 bis 130 Euro. Die Softbox gibt es für um die 20 Euro und die Lampenstative im Angebot auch mal gerne für 20 Euro. Klar sind so ca. 170 bis 180 Euro auch viel Geld. Aber wir haben die Godox SL60W jetzt seit 2017 im Einsatz und sie laufen auch nach wie vor und laufen und laufen und laufen. Und es gibt eigentlich nur eine Sache, die uns am Godox SL60W stört. Aber kommen wir erstmal zu dem, was die Lichter gut machen. Für 130 Euro bekommt man ein 60 Watt starkes LED-Dauerlicht mit 5600 Kelvin Farbtemperatur, also Tageslicht.
was auch noch direkt an die Steckdose angeschlossen wird, also ohne Akku. Darüber muss man sich keine Sorgen machen. Das Ganze ist mit stufenloser Regelung von 10 bis 100% ausgestattet, mit einem kleinen Drehregler auf der Rückseite. Und es gibt eine praktische kleine Fernsteuerung, die hier, die das Licht an- und ausschalten kann und auch die Helligkeit steuern kann. Meistens gibt sie dann sogar noch mit einem Reflektor wie diesem hier, einem Grid in unterschiedlichen Stärken und vielleicht sogar ein paar Farbfolien für Farbakzente dazu. Das unterscheidet sich aber je nach Angebot, von welchem Hersteller, welchem Händler ihr das kauft. War aber für uns nicht so interessant, denn der Bauensanschluss, der hier vorne dran ist, der öffnet das SL60W für eine Vielzahl von Softboxen und Zubehör. Zum Beispiel die von Godox selbst oder auch von günstigen Marken wie Neuer und anderen. Da gibt es mittlerweile Softboxen wie Sand am Meer für wirklich vertretbare Preise. Als ich mit der Fotografie angefangen habe, so vor circa 10 Jahren, da hat eine ordentliche Softbox noch so circa 200, 300, 400 Euro gekostet und günstige Alternativen gab es nicht. Mittlerweile, da gibt es die. Und mittlerweile sind die günstigen Alternativen sogar richtig, richtig gut. Der Bowens-Anschluss, der hier dran sitzt, ist übrigens der am weitesten verbreitete Anschluss für Lichtformer-Zubehör weltweit. Aber das alles spielt eigentlich keine Rolle für das, was wirklich zählt. Die Qualität des Lichts, was aus so einem SL60W rauskommt. Die Leistung, also 60 Watt, ist ausreichend für Indoor-Nutzung in dunkleren Umgebungen oder wenn ihr die Fenster abdunkelt und so weiter und so fort. Die Farbtemperatur von 5600 Kelvin als Tageslichtleuchte und die Lichtqualität mit einem CRI und TCLI-Wert angegeben von guten 95. Das ist oberer Standard, das heißt Hauttöne, alle Farben, die quasi angeleuchtet werden, werden auch neutral zurückgegeben, so dass das Licht halt die Farben vor der Kamera nicht negativ beeinflusst. Und solche TCLI oder CRI-Werte sind eben genau das, von dem günstige Tageslichtlampen leider nur träumen können. Und diese Lichtqualität ist für eine natürliche Farbwiedergabe echt verdammt wichtig. Hauttöne sehen gut aus, Kleidung sieht gut aus. Das Licht gibt einfach wirklich genau das wieder, was ihr vom Licht erwartet, also was ihr mit euren Augen seht. Denn wenn ihr so eine günstige Lampe habt, dann seht ihr eben was anderes, als eure Kamera sieht durch diese schlechte Lichtqualität. Und das sieht man eben leider meistens bei Videos am deutlichsten, da dann eben die Bearbeitungsmöglichkeiten von RAW-Fotos fehlen. Und auch sonst kann das SL60W echt überzeugen. Die Lichter lassen sich in Gruppen zusammenfügen, falls man mehrere als Fill- und Key-Licht verwendet. Und mit der Fernsteuerung kann man durch die verschiedenen Gruppen zappen und die Verarbeitung der Lichter ist auch super. Das Gehäuse ist aus Metall und auf der Rückseite gibt es eben einen Schalter, einen Regler und ein Display. Mehr braucht man nicht, mehr will man in dem Fall auch nicht. Ein Nachteil und eigentlich auch Preisfaktor ist die Tatsache, dass das SL60W nur mit Netzstrom läuft. Für den Studiobetrieb ist das nicht besonders wichtig, aber das zeigt eben zum Beispiel, was ein Aperture 120D Mark II im Vergleich so viel teurer macht. Denn das läuft eben auch mit V-Mount-Batterien, kann outdoor verwendet werden. Das geht mit dem SL60W nicht, aber wenn man weiß, wofür man es braucht, dann reicht das auch vollkommen aus ohne diese Möglichkeit. Das klingt also bis hierher gar nicht mal so schlecht, aber wo bleibt der Haken? Viel zu meckern gibt es tatsächlich nicht, aber leider sind die SL60W Lichter out of the box relativ laut. Wie ihr hier jetzt mal kurz hören könnt, wenn ich das gute Stück hier anschalte. Na? Aber hier in meinem Fall ist das Licht auch direkt vom Mikrofon und nur so circa 40 cm von mir entfernt. Ein Lavalier-Mikrofon würde das jetzt auch aufnehmen, aber umso weiter weg das Licht natürlich von der Tonaufnahme ist, umso weniger hört man das. Unglaublich nervig finde ich das jetzt nicht unbedingt.
Und das war für uns auch sehr lange absolut kein Thema. Und wir sind damit super ausgekommen, da das Licht so circa 1 Meter, 1,20 Meter von uns wegstand und wir immer mit Lavaliermikrofon direkt am Mann gefilmt haben. Und noch dazu, wenn man in seinen Videos viel spricht und eben mit Lavaliermikrofon arbeitet, dann hört man in den Zwischenphasen eben auch das Rauschen des Lichts nicht so stark, wenn das einen Lüfter hat. Und Micha hat zum Beispiel bis vor ein paar Monaten jedes seiner Videos so aufgenommen und das Lüftergeräusch habt ihr vermutlich trotzdem meistens nicht gehört. Ein bisschen leise Hintergrundmusik dahinter und man hört davon sowieso nichts mehr. Wenn das jetzt schon euer Interesse geweckt hat, dann findet ihr Links zum Godox SL60W unten in der Videobeschreibung und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal. Trotzdem wäre es natürlich nicht schlecht, wenn es leiser wäre. Dann hätte man eigentlich das rundum perfekte Einsteigerlicht für einen relativ schmalen Taler. Stellt euch vor, dieses rundum gelungene Licht wäre jetzt auch noch quasi lautlos. Dann wäre das ja sozusagen ein absoluter No-Brainer für Videoeinsteiger. Soll ich euch mal was erzählen? Dieses Licht hier war zwar nicht an, lief aber die ganze Zeit. Komisch, da hört man irgendwie gar nichts. Mit einer halben Stunde Zeit, einem Lötkolben, einem Seitenschneider, ein paar Schraubenziehern, etwas Schrumpfschlauch und einem Lüfter für ca. 16 Euro könnt ihr aus dem SL60W ein quasi lautloses SL60W wie das hier machen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Wir tauschen nämlich den ziemlich einfachen, lauten Lüfter im SL60W gegen einen super leisen Noctua 80mm Lüfter, der das SL60W trotzdem fast genauso gut kühlt. Und ich erkläre euch das Ganze Schritt für Schritt, damit nichts schief geht. Also, los geht's.